Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part, Rune Factory Oceans. Ich habe, glaube ich, im letzten Part aufgehört, nachdem ich die Fee gefangen habe. Ich habe dann noch die fünf Trolle in der obersten Ebene da, kurz vorm Bosskammer, gekillt. Und muss jetzt Mikoto davon erzählen, dass ich da halt die fünf Trolle besiegt habe. So. Guten Abend, Lakai. Soll ich ein Wissen über die Geister mit dir teilen? Ein andermal. So, also es ist abends. Mikoto ist im Gasthaus und ich schätze mal, dass es schon zu spät sein wird. Die wird sich bestimmt schon eingeschlossen haben. War das die Tür? Ja. Ist schon zu spät, den Auftrag abzugeben. Dann gehen wir jetzt am besten schlafen. Obwohl, warte mal, bevor wir schlafen gehen. Einmal sortieren. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das. Das kann weg. Das. Die müssen wir noch aussetzen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das auch. Das ist Essen. Das sollte man immer dabei haben. So, dann sortieren wir hier noch einmal durch. Und. Ach komm, hiervon haben wir zwei, da packen wir uns einen ein. Geh ins Bett. Morgen, es ist ein schöner Tag. Frischer Tag. Ach ja, wir haben ja Herbstanfang. Ja, scheint so. Der Herbst ist da. Hab ich doch gerade gesagt. Viel köstliches Essen gibt es zu dieser Jahreszeit. Das dich fett macht? Das ist dein Körper, Kenshi. Der Einzige, der fett wird, bist du. Oh, komm schon. Heute ist ein Fest. Good morning. Guten Morgen, Lakai. Draußen herrscht Unruhe. Ist heute ein Festtag? Scheint so. Ein Fest. Es ist mein Wille, dieses Fest zu besuchen. Wenn nicht dieses verfluchte Steinform wäre, könnte ich mich in edle Gewänder hüllen und als Jungfer herumtollen. Pandora, tut mir so leid. Du musst sie möglichst schnell wiederherstellen, Kenshi. Das stimmt wohl. Ja, und eigentlich ist heute sogar der Tag, an dem ich das gelingen könnte. Bitte schön, Pandora. Schmuck, bla 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 und so weiter. Draußen herrscht Unruhe, bla 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 bla. Hä? Ich glaub's ja nicht. Guckt euch den Mikromillimeter da an, der uns noch fehlt. Komm, schenke ich ihr noch. Das habe ich den jetzt mitgenommen oder nicht? Ja, habe ich. Verdammt, du Schlampe, sollst mich endlich freundschaftlich mögen. Oh, ich würde so gerne. Schade, dass es nicht wie bei Monster Hunter so eine Tretenfunktion gibt. Die würde ich so gerne in den Arsch treten. Nee. Tja, dann hat sie Pech. Oh. Wow. Die Blätter sehen schön aus.
Guten Morgen, also du bist ja schon früh wach. Du scheinst ja eine Menge Spaß zu haben, Maskenfest zu haben, Kenshi. Oh. Guten Morgen, ein weiterer Tag, an dem wir mein Bestes geben dürfen. Oh, das ist aber eine hübsche Maske. Ich habe meine Maske zusammen mit meinen Schwestern Lily und Violet gestaltet. Sie hat Katzenohren auf! Süß! Oh, dich habe ich eine Weile nicht gesehen. Wo warst du denn? Wie gefällt dir meine Maske? Gefällt mir gut. Nicht das, was ich mir ausgesucht hätte. Na gut, gefällt mir gut. Danke! Dein ist auch toll, Kenshi. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ein Hasenfuß, ein paar Hasenohren, das passt. Oh, das ist ja eine wunderschöne Maske, Kenshi. Morgen, hoffentlich wird es heute ein toller Tag. Huch, was für eine tolle Maske. Du hast ein großartiges Geschmack, Kenshi. Ah, ja, danke, danke. Um ehrlich zu sein, jetzt bin ich ein wenig neugierig, was für Masken die anderen so tragen. Warte mal, da lang. Saint Coquilweg. Ja, also ich meine hier die Katzenohren von Lily, die finde ich total schnucklig. Ah, guten Morgen, ihr beiden. Hast du diese Maske selbst gemacht, Kenshi? Es hat sich herausgestellt, dass die Maske, die ich für heute bestellt hatte, hier auf die Insel nicht sehr beliebt sind. Es sind noch einige übrig. Wie viele? Mal sehen, so 50 Stück. Hört sich an, als hätte jemand einfach zu viel bestellt. Vor allen Dingen, weil ja auch 50 Leute auf der Insel wohnen, ne? Ja. Ihr seid sicher morgen Menschen. Muahahaha, was ist das für eine Maske? Ich hätte nie gedacht, dass du eine komödiantische Ader hast, Kenshi. Oh Mann, jetzt habe ich richtig Bauchweh. Ja, irgendwie Elefantenmasken sehe ich hier jetzt schon ein paar Mal. Mal gucken, wen haben wir noch? Marin und... Die sind bestimmt hier im Garten. Guten Morgen, ich bin gespannt, was es zu Mittagessen gibt. Ich denke so gerne ans Essen. Du bist es, Kenshi, nicht wahr? Keine Angst, ich habe ein Talent dafür, Leute zu erkennen, auch wenn sie ihre Gesichter nicht sehe. Oh, eine Krone. Entschuldigt, ich bin immer noch ein bisschen... weiß nicht, was das ist. Oh, perfektes Timing. Heute ist das Maskenfest. Zur Feier schenken wir den Kindern Süßigkeiten. Du und hilfst du uns dabei, Süßigkeiten zu verteilen, Kenshi? Okay. Bitte gib dieses Süßigkeiten Quinn und Cassidy. Komm zu mir zurück, wenn du ihnen die Süßigkeiten gegeben hast. Vielen Dank. Kürbiscreme erhalten. Guten Morgen. Mahaha. Was in aller Welt soll diese Maske denn darstellen? Ganz schön seltsam. Ha, musst du gerade sagen, du trägst doch dieselbe. Nicht so seltsam wie deine. Okay. So, dann gehen wir jetzt weiter zur Kirche und schauen, was die Kinder so für Masken tragen. Das ist wahrscheinlich Halloween hier. Ich mal drauf tippen. Ah ja, da sind die Kinder. Ausrüstung. Hat die mir eigentlich zweimal diese komische Dingsbums gegeben? Ah, in der Tat. Yippie, Süßes! Danke, Kenshi, du bist spitze! Guten Morgen! Die Süßigkeiten waren so lecker!
Cassie und ich haben sie alle aufgegessen. So. Danke, das höre ich wirklich gern. Guten Morgen. Danke sehr, Kenshi. Danke sehr, Kenshi. Okay. Wer ist noch hier? Der Opi. Der ist, glaube ich, hier immer so beim... Genau. Hey. Oh, I've been wondering what you're up to lately, but you seem to be in... Hab mich schon gefragt, was du in letzter Zeit so getrieben hast. Du scheinst ja beste Laune zu haben. Muhahaha. Kenshi, nette Maske, steht dir. Ja, und sein Kürbis hat scheinbar nicht in seinen Kürbiskopf gepasst. So, wo haben wir den nächsten? In der Kirche ist Vater Gerard. Ich bin gespannt, ob der auch eine Maske trägt. Und wenn ja, welche? Hallo, guten Morgen. Ich hoffe, dass dein Tag schön wird. Ich muss sagen, dass du ohne Maske besser aussiehst, Kenshi. Ich trage doch schon immer eine Maske. Und deine Eierschale steht hier gar nicht. Odette hatte auch eine Eierschale. So, hier unten haben wir... Hier. Na, ansprechen. Guten Morgen. Good morning. Bist du das, Kenshi? Du siehst so völlig anders aus als sonst. Dass ich dich zuerst gar nicht erkannt habe. Aber so eine Veränderung kann manchmal ganz nett sein, nicht wahr? Und, Joe ist irgendwo auf dem Sprung. Und jetzt ist er Kirche. Hat sich vorbeigeschlichen. Er trägt einen Fisch. Den hat noch keiner getragen. Morgen, auf in den tollen Tag. Hey, ziemlich coole Maske. Aber nicht so gut wie meine. Ja. Stimmt. Bisher habe ich nur einen Fisch gesehen. Ein Fischkopf. So, jetzt gehe ich noch Mikoto am Strand und dann habe ich eigentlich alle durch. Ja, Pandora hat ja keine Maske auf. Die ist ja auch noch in Geistform oder so. Mikoto? Wo? Ach, da hinten. Hä? Guten Morgen, ihr beiden. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wer ist da? Oh, du bist es, Kenshi. Während des Maskenfestes bin ich verdächtigen Gestalten gegenüber besonders nervös, weil alle Masken tragen. Also wäre es nett, wenn du mir deinen Namen sagst, bevor du mit mir sprichst. Toll, scheint ja ein harter Tag für dich zu sein, Mikoto. Wer ist da? Oh, du bist das König, blablabla. Ja, und so weiter. Ach so, weil ein Feiertag ist, kann ich ihr natürlich nicht sagen, dass ich die 5 Trolle besiegt habe. Toll. Na gut, also. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Mikoto hat eine Brille getragen. Das könnte ihre Maske gewesen sein. Ach, Moment. Nochmal zurück. Ich muss ja Elektra noch berichten, dass ich den Kindern den Pudding gegeben habe. Den Kürbispudding oder so. Oh, Violet. Habe ich Violet schon gesehen? Ja. Nee, ich will nicht. So. Wo war sie? Achso, Odette ist jetzt Kirche.
wechseln alle ihre Positionen. Nett. Wirklich nett. Ah, da ist sie ja. Sie hat auch ein einmaliges Ding an. Danke, dass du ihnen die Süßigkeiten gegeben hast. Ich bin sicher, sie haben sich darüber gefreut. Ich möchte dir dies als Dankeschön geben. Hoffentlich hilft es dir dabei, das Maskenfest zu genießen, das etwas Außergewöhnliches ist. Krone halten! What the fuck? Wir haben eine Krone gekriegt! Warte mal, die Werte muss ich mir gleich angucken. Das wäre ja happy geil, wenn die bessere Werte hat. Ja, nee, die Krone ist leider schlechter. Ja, nee, dann bleibe ich mal, weil die hier bringt plus 31 und plus 28. Und die Krone bringt plus 31 und plus 28. Also, da habe ich weniger Verteidigung mit. Ich glaube, das ist nicht so besonders. Aber cool. Also, einmal kurz nach Haus. Ja, Pandora werde ich dann wohl erst morgen rumkriegen. Da rede ich dann aber nur mit ihr. Die kriegt nichts mehr von mir. Hier, das Krönchen packen wir weg. So, dann Tierpflege steht wieder auf dem Programm. Beziehungsweise, ja, die Zeit ist rum. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann habe ich schon das alles erledigt. Und bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.